Welche Rolle? Damit sind wir wieder bei dem ja. kapitalistischen System. Mhm. Spielt der Codex Alimentarius ja. in dem Leider Zusammenhang? Gott ist einen sehr großen Negativen. Ja. Ja. Man versucht natürlich, die Menschen krank äh, zu lassen, indem man erstens mal äh, Vitamine, die uns wirklich heilen könnten, oder äh, körpereigene Stoffe, in, äh, indem man die in, mindest, äh, in, in minimalen Dosen äh, zulässt, die natürlich überhaupt keine Wirkung mehr haben können. Ein typisches Beispiel ist die das ist Vitamin D-Märchen. Ja? Also, man hat den Leuten über Jahre, das waren verschiedene Pharmafirmen, nur 400 Einheiten gegeben. Also, dann kann man genauso gut in den Ofen spucken, sozusagen. Ja? Ja. Dann kann man keine Wirkung haben. Ja. Ja? Also, wir geben pro Kilogramm Körpergewicht 550 Einheiten und sind dann noch, ja, ja, noch, äh, noch dezent. Ja? Das heißt, in Amerika geben sie. Äh, gehen sie hoch auf 200.000 Einheiten für ein halbes Jahr mit unglaublichen Wirkungen im Immunsystem. Das heißt nur, wenn Sie Vitamin D in der ausreichenden Menge zum Beispiel geben, ähm, lagert sich Vitamin D wie man könnte sagen wie ein Geist an die DNA an, korrigiert die DNA und hat viele viele andere Eigenschaften, zum Beispiel schweren Bluthochdruck, den Sie sanieren können, schwere Augenerkrankungen, pure Verjüngung und und und. Ja? so wenn man das dann noch kombiniert, wenn ich schon dabei bin, äh, zum Beispiel mit 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 OPC, ja, also ähm, Traumkernextrakt, ja. 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 Ähm, was auch Krebsminent natürlich auch ist oder mit Vitamin K auch noch. Dann haben wir noch die durchblutungsfördernde Wirkung dazu, bis in die kleinsten Kapillaren hinein, dort wo Spirulina gar nicht mehr hineinkäme, eine hochgradig entgiftende Wirkung. Wir haben eine blutdrucksenkende Wirkung und viele, viele andere Sachen. Vitamin K kann allein schon um, um 57 Prozent, wenn sie es in ausreichender Menge geben, im Grunde genommen Bluthochdruck reduzieren. Ja, nicht nur Kalzium, wenn wir es denn aufnehmen, also in, in einer entsprechenden Form. Ähm, dann eine ganz andere Rolle, gerade bei diesem Beispiel der Durchblutung sind wir sind immer so alt wie unsere Gefäße. Vitamin K kann ja auch das ganze Verkalkte in den Arterien, vor allem in den Herzkreislauf, in den Herzkranzgefäßen, äh, lösen innerhalb ganz kurzer Zeit. Wir müssen nur genug ähm, Blutverdünner geben, zum Beispiel Kumarinderivate, ja? Marcomar beispielsweise, oder es gibt noch neuere, die noch mehr Todesopfer haben. Und äh, ja, so und. Zerstören uns wirklich fast irreproduzibel äh, die, die, die weißen Blutkörperchen. Ja? Während sie mit Vitamin K, also das, weshalb man meistens auch marco gibt, nämlich bei starken Rhythmusstörungen, bei Schlaganfallpatienten und so weiter, um auf der so schönen, sicheren Seite zu sein, ja, juristisch, ähm, damit bringen sie den Menschen auch noch umhin, dass er jemals aus den Rhythmusstörungen herauskommt. Sie machen genau das Gegenteil. Vitamin K kann aber diese Rhythmusstörung zu über 50 Prozent innerhalb weniger Tage beseitigen, wenn sie eine ausreichende Menge mm, haben. Mm. Ja? Auch die ähm, Gefahr, dass sie Blutungen haben, wie bei Marc Ma oder ähnlichen Blutverdünnern, kann komplett aufgehoben werden, wenn man zum Beispiel ein Produkt des Sojaschleimes, nämlich die Nattokinase, nimmt. Ja? Nattokinase kann ähnlich wie es hat praktisch eine Plasminwirkung, also kann praktisch Blut so verdünnen und man spricht von der Rheologie in der, in der inneren Medizin, also dafür sorgen, dass die roten Blutkörperchen wirklich in die kleinsten Gefäße hineinwandern, aber sie müssen die Sachen dann auch kombinieren. Ja. Ja? Die stehen natürlich alle netterweise in niedrigsten Dosierungen, was ich vorstellen kann, im, im Codex Alimentarius drin. Ein Produkt, das auch, wir hatten vorhin über Verjüngung gesprochen, das wirklich maßgeblich hier ist, ist das Carnosin. Das steht schon auf der roten Liste, das kriegen Sie ohne Rezept. Rezepte überhaupt nicht mehr. Ja? Das heißt, wir verschreiben äh, bei all diesen Produkten schreiben wir mittlerweile Rezepte, also äh, um natürlich juristisch äh, sauber zu sein und messen die Leute auch mit den verschiedenen Verfahren ja. durch, um zu wissen, welche Produkte brauchen sie eigentlich. Hast du mal ein Stichwort zu dem Karnosin, was, was ja. das im, im Organismus bewirkt ja. und warum kommen die, ich meine abgesehen davon, dass es offensichtlich äh, schon aufgrund der Wirkung Gefährlich ist beim Kodex darauf, dieses sogar auf die rote Liste zu setzen? Ja, ja. Also, das Karnosin hat die Eigenschaft, wir müssen uns ja vorstellen, wir haben eine, eine enorme Verzuckerung im Körper. Es gibt ja verschiedene Ursachen, warum wir altern. Ja? Also, das eine ist ja die, die Theorie, dass der Apsis unter den Schuhen wegfällt beim weiteren Gehen, das heißt also, die Telomere. Ähm, sind die Teile der, der DNA, diese, diese unteren äh, Teile hier, die bei jeder Zellteilung äh, im Prinzip immer mehr kaputt gehen. Da gibt es die sogenannte Helflik-Zahl. hat dann äh, nachweisen können, dass in den Zellen, die, die teilungsaktiv ihr Leben lang sind, Haut zum Beispiel, ja, Leberzellen, ähm, dass diese Zellen irgendwann nicht mehr teilungsfähig sind, dass sie also nur noch 50 Teilungen schaffen. Das heißt, wir laufen dann sozusagen auf dem Fleisch. Ne? Das heißt, die Zellen gehen dann kaputt. Mm, ja? mm. So, es gibt ein Enzym, das ist die Telomerase, die in der Lage ist. Das weiß man auch, gab es auch einen Nobelpreis. Diese Telomere sozusagen wieder wachsen zu lassen. Das hat man natürlich lange Angst, dass man auch Tumore damit wachsen lässt. Aber es ist nicht der Fall. Man konnte sogar nachweisen, dass die Telomerase-Enzyme sogar vor Tumoren schützen. Ja, also es gibt dann bestimmte Produkte, die in diese Richtung gehen. Astragalus zum Beispiel und sogar den sogenannten P53. Das ist also ein, ja man könnte sagen, ein Enzym in jeder Zelle drin, das davor schützt, dass Tumore gebildet werden und fährt den auch gleichzeitig hoch. Also ein, ja. ein, ein, ein tolles Präparat im Grunde genommen. So und das Carnosin ist ein Produkt, das die Verknäuelung der... Der, also wenn ich die DNA, ich hätte eben ja schon mal diese Chromosomen hier gemalt und die sind ja oft aufgewickelt. So kann man sich das vorstellen, weil sonst würden wir überhaupt keinen ausreichenden Platz haben. So, und genau diese Knäuel, die können sehr, sehr stark oxidieren. Ja? Und das ist auch der Fall, vor allem im Auge. Mhm. Auch Eiweiße können sehr stark oxidieren. Ja, also man spricht dann von der Denatonierung von Zucker und ohne Eiweißen, von der Methylierung, Glykosylierung, wie das alles heißt, ja. Und ist ein äh, entscheidender Faktor der, der, der Alterung, der Gewebsdegeneration, der adipösen Degeneration, die man ja so ab 40 schon hat. Ja? So, und Karnosin kann zum Beispiel die Augenlinsen, das, das trübe Augeneiweiß, das ja schon denaturiert ist, also den Katarakt, ja, so verändern. Da gibt es also große japanische Studien, also die sprechen von 80% Verbesserung in drei Monaten. Das ist enorm, das ist der Horror der Augenärzte. Ja? Das heißt, sie brauchen gar keine Laserung oder, oder Augenlinsen mehr, mehr geben. Hm. Wenn sie genügend Karnosin entweder als Tropfen oder also in Form von Nahrungsergänzungsmitteln ja, geben. Ja. Ja, es ist auch ein, ein Hammer gegen Tumore. Also auch, es geht in alle möglichen Richtungen. Ja. Und es gibt einige dieser das Präparate. Das steht auf der, auf der roten Liste Zum, Be zum, zum Beispiel. Ja, großartig. Ja. Ja. ja, und ist klar, Kurkuma auch in den entsprechend hohen Dosierungen, vor ja. allem wenn es eine ausreichende äh, Dosierung hat. Ja. Oder diese, wir haben jetzt hier mal so ein paar äh, Krebspräparate. Graviola zum Beispiel ja, wirkt 10.000 Mal stärker als die meisten Chemotherapeutika, von der auch Ohne der, die Nebenwirkungen. Ohne die Nebenwirkungen, ja, ja. Ja. Oder das Dichloracetat hat riesige Furore gemacht. Also, das heißt, Sie können, normalerweise ist es ja so, dass wir aus den, das ist ja die Warburg-Hypothese, dafür gab es einen Nobelpreis, und ein Tumor kann nur dann entstehen, wenn im Prinzip Zucker, vor allem auf geheißes Gehirn, Stress, ja, mehr Zucker, mehr Zucker, mehr Zucker, ja, im Wesentlichen vor allem zu Milchsäure umgebaut wird, also zu Laktat. Ja, und nicht zu Pyruvat, was normalerweise der Fall wäre, was wir auch im Wein haben. Ja. So, das heißt, wir bilden also auch einen Laktatring im Grunde genommen, also eine, eine Verzuckerung, eine Vergärung. Ja, mit allen Nebenwirkungen, die man sich ähm, nur vorstellen kann. So, und... Das heißt, der Stoff, der eigentlich Energie bringen würde, die normale Zelle macht es anders. Die baut aus Glukose Massen von Pyruvat und das fressen sozusagen, ja, so könnte man das mal darstellen, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen. Ja, und die bauen daraus Massen von Energie, ja, also zum Beispiel 36 Mol. Energie pro Liter, den wir atmen, das sind zwei Atemzüge, während sie hier gerade mal zwei bis vier Mol rauskriegen. Und deshalb sind die äh, Tumorpatienten auch so furchtbar müde und kaputt. Ja? So, und ähm, wenn ich jetzt dieses Dichloracetat nehme, ein bisschen in der Richtung eine Wirkung hat, auch Chlordioxid, dann kann ich diesen Prozess hier hemmen. Ich kann ihn durchkreuzen ja? und bringe dann diese Zellen wieder in diesen normalen Zustand. Und es gibt Generationen von Tumorpatienten, die hierdurch gesund ja. wurden. Ja? Wenn wir schon bei Tumoren sind, vielleicht äh, eine andere spannende Geschichte, äh, was häufig, häufig verurteilt wird, ist ja Vitamin C. Ja? Mhm. So, man muss jetzt unterscheiden, es ist immer von der Dosis abhängig. Will ich jetzt eine antioxidative Wirkung, was jetzt bei Tumoren nicht unbedingt gewollt ist, weil wir wollen ja, dass das Immunsystem draufhaut, ja? oder wollen wir eine oxidative Wirkung? Und das Ganze ist dosisabhängig. Das heißt also, ähm, alles, was schon mal über 15 Gramm Vitamin C, aber dann aber per... Infusion geht, wir können hm. das nicht oral aufnehmen in der Menge, ja, ja? Ja, ja. weil die Halbwertszeiten zu, zu kurz sind. Wir können das höchstens über den Tag verteilt und immer wieder nehmen. Ja? Also wenn ich diese Menge an Vitamin C nehme, wir gehen hier hoch bis 100 und mehr Gramm, die Engländer gehen hoch bis 300 Gramm, Amerikaner auch, das läuft dann über einen Infusomaten, ja? dann erziele ich nach, vor allem, wenn ich es mehrere Tage hintereinander mache, ist also angestrebt, dass wir zum Beispiel einen Vitamin-C-Gehalt im Körper von ungefähr 400 Milligramm pro Milliliter Blut erreichen. Ja? Hierbei überlebt so gut wie keine äh, Tumorzelle mehr. Das heißt, selbst Knochenmetastasen oder andere Dinge, nur mit dem Vitamin gehen. C ja, ja. der Hochdosierung. Das ist eine Riesenuntersuchung von Riordan und verschiedenen anderen, ja, die ja. das auch belegen. Ja, wir machen natürlich nicht nur die, diese Arbeit mit, mit Vitamin C, wir nehmen noch andere hm. Produkte, die, die ähnliche Wirkung haben. Aber das sind, das sind die, ich meine, das, was, was hier ja. wichtig ist, wie ich verstehe, die Dosierungsempfehlungen, die du hier offiziell bekommst, ich erwähne ja. noch mal die unsägliche DGD, ja, 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 ja. die sind völlig an dem völlig vorbei, was, ja. was man an sich als Mensch braucht. Wir haben keinerlei Möglichkeiten, jemand auch nur annähernd zu helfen mit den Dosierungen, die da angegeben ja. werden. Das ist unmöglich. Reine augenwischerei. Ja, natürlich. Sie, Sie geben nur so viel, nach denen nur so viel Vitamin C, dass gerade kein Skorbut entsteht. Ja? Vitamin C hat so eine das gewaltige... ein echtes Problem in diesem ja, natürlich. Land ist kaputt, ja. absolut ja, ne? ja. <laughs> ja also gerade was für junge anbelangt ja. ähm, es ist so dass wir äh, im Körper ein äh, Bindegewebe haben so, und dieses äh, Bindegewebe ähm, beträgt also etwa mindestens ein Drittel bis zur Hälfte des Körpers also ob ich jetzt von der Haut spreche oder von den Augen oder von der Leber oder von der Niere oder äh, Darmteile oder sonst irgendwas ja wenn dieses Bindegewebe ausreichend fest ist, hat kein Tumor eine Chance zu wachsen, geschweige denn zu metastasieren. Ja? So, und wie kriege ich das hoch? Und das kann einzigartig, muss man sagen, Vitamin C. Vitamin C ist an 16.000 Reaktionen beteiligt, an, an wahnsinnig vielen Heilungen. Ja? Das heißt, wir kriegen eine Hautstraffung hin. Wir haben, verhindern, dass Tumore äh, im Prinzip weiter metastasieren können. Es gibt noch andere Stoffe, MCP und wie die alle heißen. Und das in Verbindung mit Vitamin E. Ja, weil sich das Vitamin E dann äh, dazu eignet, Vitamin C rückzureoxidieren, nennt man das. Ja. Äh, dann vor allem die Aminosäure Lysin. Und wenn es bei Tumoren noch äh, wichtig ist, da gibt man auch Prolin dazu. Also man hat da bestimmte Schemata, die das sehr gut vereiteln können. Und ja. das Vitamin C aber IV. Das alles geht IV. Nicht, Das geht ja. nicht oral. Das In dem Fall geben wir die anderen die Sachen aber auch außer Vitamin E auch äh, IV, IV, um eine ausreichend hohe Dosierung zu ja. haben. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch zwei weitere. Die beiden hast du angesprochen hier. Ja. Äh, was kann man dazu sagen? Ja, zu dem Artemisin, das ist auch mal ein Fall. Wir, wir messen bei vielen Tumorpatienten immer das äh, extrem hohe Ferritin oder extrem äh. niedrige Eisenspiegel Eisen, von so ja. Ferritin ist ein Transporteisen. Ja. Ja? Das heißt, man muss sich vorstellen, dass der Tumor äh, massenhaft Eisen aus anderen Zellen zieht. Ja? So, dieses Eisen wird dann, dieses Fe2 Plus aus den Zellen, oxidiert er dann. Zu Fe3, plus, also zu einer Kampfwaffe im Grunde genommen, und schießt das dann sozusagen nach außen, um sich den Weg freizuschießen. Ja, also eine, eine üble Geschichte, uh. eine Bombe. Ja? So, und wenn wir jetzt das Artemisin geben, passiert genau das Gegenteil. Ja? Das heißt also, der Tumor ist nicht mehr in der Lage, dieses Fe2-Plus aus anderen Zellen zu ziehen, und das Artemisin sorgt im Prinzip dafür, ähm, dass ähm, das ganze Fe3 Plus wieder rückoxidiert wird zu Fe2 Plus und der Tumor kann nicht mehr schießen. Ne? So, die Leute haben ja sehr oft wahnsinnige Anämien, die liegen ja beim, was weiß ich, Hämoglobinwerten von 7 oder 6 oder sonst irgendwas, brauchen dann irgendwann auch Bluttransfusionen, sind total schwach und das können sie damit im Prinzip ganz gut rückgängig machen. Ja, ja. Ja. Dann muss man in dem Zusammenhang noch erwähnen, da gibt es. Ähm, auch von der äh, Professor Kreilberger entwickelt, von der Uni Graz, also Produkte, äh, das ist die große Gefahr. Also Tumor der anderen Patienten, wenn sie denen ähm, Eisen geben, Ferlicit oder was auch immer man in der Schulmedizin hat, auch teilweise in der, in der, in der äh, orthomolekularen Medizin, ist, dass dieses Eisen immer wieder zu diesem pathologischen Fe3 oxidiert wird. Der Schuss geht nach hinten los. Ja? Das heißt, wir brauchen also ein Eisen, äh, das in der Lage ist, in diesem Status zu bleiben. Und da gibt es mittlerweile entsprechende Produkte. Ja, ja. Ja. Also eine, wir kommen auf das Thema Krebs gleich nochmal zu sprechen, weil ich dann auch noch einen, einen Punkt gerne ansprechen würde. Das, was du noch auf dem Tisch hast, vielleicht das Letzte, dass wir dazu nochmal was sagen, Sim. ist ganz außen. Ja, Kurkumin hat natürlich ganz, ganz besondere Aufgaben. Also, Wobei du dann natürlich noch die Herausforderung der Bioverfügbarkeit hast. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Ja, das normale Kurkuma ist, äh, das sie überall handelsüblich bekommen, hat eine Halbwertszeit von acht bis zwölf Minuten. Das ist eigentlich ein Witz. Ja. Äh, klar kann man Kurkuma Wunderdinge äh, zuschustern, wenn wir denn ausreichende Bioverfügbarkeit hätten. Ne? Deshalb gibt es Produkte, das, ist jetzt, das sind jetzt recht komplizierte Prozesse, die dann mit Piperin, also das ist Pfeffer, äh, im Prinzip die sieben- bis achtfache Bioverfügbarkeit haben. Dann müssen sie, äh, das Ganze muss aus der Wurzel heraus sein, nicht aus, aus einem anderen Pflanzenteil. Ähm, dann müssen bestimmte Tropfen dazukommen. Und da gibt es also etliche Tricks, die man machen kann, um diese Bioverfügbarkeit hochzufahren. Also, wir haben natürlich nur die Dinge, die auch wirklich effizient sind. Ja? Kurkuma hat unglaubliche Wirkung. Ich will jetzt mal ein Beispiel zeigen. Wenn wir hier diese äh, Mitochondrien haben, die Kraftwerke der, der Zellen, ja, die ja diese Energie produzieren, also wir hoffen ja, dass wir irgendwann ATP kriegen, wenn wir genügend Sauerstoff haben, wenn wir äh, Glukose haben und äh, das Ganze auch wirklich zu pyruvat, wie eben erwähnt, also umgebaut wird. Ja? Und wir haben innerhalb der Mitochondren, die wirklich für das Leben absolut unabdingbar sind, ja? die entscheiden über Leben und Tod bei jedem Tumorpatienten, bei uns allen, ja? äh, haben wir eine Atmungskette, das heißt man könnte sagen, wir haben hier fünf Brennöfen. Ja? So, und äh, hierüber laufen im Prinzip diese Produkte, der Sauerstoff, der Wasserstoff, was auch immer. Ja? So, und jetzt exakt zwischen dem dritten und vierten Komplex der Atmungskette ja. findet eine, äh, eine, auch eine Transformation kann man sagen, statt, aber eine biophysikalische. Ja? Das heißt, wir isolieren hier einen speziellen Strom, also eine spezielle Wellenlänge, nämlich 415 Nanometer. Ja? So, und diese 415 Nanometer entsprechen in der Physik, wenn man. Äh, Spektroskopien macht. Das heißt, man kann Produkte durch so ein Spektroskop laufen lassen und sehen, wo die sozusagen Licht absorbieren. Ja? So, und 415 Nanometer ist exakt der Gipfel von Schwefel. Jetzt kommt's. Mhm. Ja? Ich beschreibe jetzt erstmal, was hier passiert. Das heißt, die normale gesunde Zelle ist in der Lage, diese 415 Nanometer zu absorbieren, also auch auszusenden. Ja? So, und diese Wellenlänge setzt sich dann um dieses Produkt, um das ATP. Das hat also so eine Ringstruktur hier, so eine Doppelringstruktur und Phosphatringe und so weiter. Ja, hier rum, hier außen, fährt das hoch, man nennt das promovieren, ja, und verleiht diesem ATP ganz besondere Bedingungen. Das heißt, letztendlich diese Information, die hier drin ist, die wird hier in dieser Nanometerzahl gebunden und hier drauf. So, und das Ganze wird nochmal auf ein anderes Molekül gebunden, wie so ein Taxifahrer. Das mhm. ist ganz entscheidend. Das ist das Stickstoffmonoxid. Ja, wie ein Taxifahrer. Stickstoffmonoxid ist ein Gas, das im Prinzip in die Knochen hineingeht. Das in, in nanosekunden schnelle. Also das alles durchdringen kann. Und jetzt kommt das Besondere: Wenn die DNA jetzt Fehler hat, ja, nehmen wir an, sie hat jetzt hier Fehler und würde aufgrund der Fehler, die ja dann abgelesen werden, krankhafte Aminosäuren zusammenbauen, Aminosäure 1, 2, 3, nehmen wir mal an, die beiden sind jetzt krankhaft. Das heißt, wir würden dann auch krankhafte Zellen bauen, krankhafte Enzyme mhm. und so weiter. Ja, dann ist, obwohl die DNA-Fehler hat, diese Information, die von diesem Boden, von diesem Stickstoffmonoxid, Übertragen wird, in der Lage, sich das anzuschauen. Und jetzt kommt das Faszinierende: die kaputten Aminosäuren werden im Prinzip ausgeschieden und wie von Geistern. Da können Sie sehen, dass die DNA gar nicht das Entscheidende ist, sondern ganz andere Prozesse. Die Davor schon. Ja, ja, ja. ja, ja also, und es werden die richtigen Aminosäuren praktisch wieder eingebaut. Ja, ja. Ja. Es gibt einen äh, sagenhaften Fall, eines Kindes, das war in der Kinderklinik in, in, in Hannover schon vor einigen äh, Jahren, der äh, dann auch wissenschaftlich sehr angegriffen wurde, und zwar ein, ein Säugling, der eine genetische Erkrankung hatte, um Tumore zu bilden. Das heißt, ein kleines Kind, ich glaube ein Mädchen, äh, das schon mit Metastasen in der Lunge zur Welt kam, hat den Primärtumor eigentlich nicht gefunden. Ja. So, und äh, natürlich hat man das übliche wieder gemacht, also Chemotherapie ja, mit dem Ergebnis, dass der Tumor nur so gerast ist, dass die Metastasen sich dann äh, vermehrt haben. Der Vater in seiner Verzweiflung hat von diesem Mechanismus, der eigentlich Eigenheilung gehört, ja, und hat sich auch darum gekümmert, was kann ich denn für Produkte geben, um diese Wirkung, wie ja eigentlich eine Schwefelwirkung ist, hochzufahren. Ja, und eine der stärksten Schwefelwirkungen hat Kurkuma. Ja, deshalb Kokumin. Ja. ja. Ja, beziehungsweise Glutathion, äh, N-Acetylcystein äh, und noch einige andere Stoffe, die wir mittlerweile kennen, die wir natürlich dem Patienten dann auch entsprechend geben, um die gesunden Zellen gesund zu erhalten und natürlich die kranken Zellen in diesen Zustand wieder zu überführen. Das heißt, der Vater hat Folgendes gemacht: Er hat Kurkuma, Ja, äh, damals mit seinem leinhaften Wissen irgendwo <laughs> im Netz gefunden, wo er das bekommen kann. Hat die Nachtschwester bestochen, weil offiziell durfte das gar nicht. Ja. Ja, ja, und dann hat sein, sein Baby im, im Grunde genommen äh, nachts dann äh, im, in der Flasche äh, Kurkumin gehabt. Mit, mit dem Ergebnis, zum Glück war der Chefarzt gerade in Urlaub, der da konnte das durchziehen, ja, dass innerhalb von 14 Tagen keine Tumorzelle mehr sichtbar war. Ja, ja. Ja? Also, das also, ist schon eine heiße Geschichte mit diesem Kurkuma, ja. Äh, es, ist, es ist so, es passt so in die, in die etwas ironische oder leider Gottes ja durchaus mit Wahrheit verbundene. Erkenntnis, dass in dem Moment, wo du gesund bleiben willst, solltest du die Ärzte meiden. Ja. Oder wie, wie äh, Dr. Wallach sagt, geh lieber zum Tierarzt. Der hat äh, dann im genau. Zweifelsfalle da die, die, die besseren Erkenntnisse, äh, aber, aber nicht zum, zum Arzt. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen und da gibt es auch noch einen wichtigen Mechanismus, die äh, Mitochondrien. Ja. Ja. Äh, und äh, das, was ähm, wir sind ja immer wieder, kreist das ja immer um das Thema auch Tumore. Was passiert in dem Zusammenhang, wenn ich, wenn ich mit der Chemo draufgehe? Was, was, ja. wie, also, das ist wirklich eine was, üble Geschichte, ja. die aber wissenschaftlich mittlerweile doch sehr, sehr gut untersucht ist. Sehr zum Leidwesen, kann man sich vorstellen, auch der Pharmaindustrie. Ja, klar. Ja. Ich meine, da wird natürlich so viel Geld mitgemacht. Also, man kann davon ausgehen, dass wir mit einem normalen Patienten äh, Leukämie-Patienten natürlich noch viel mehr, also mindestens 500.000 Euro Umsatz mit Chemotherapeutika machen. Ja. Wir haben eine, pro Patient. Pro Patient. Ja. Wir haben eine Statistik, ja. ähm, die ist äh, eine amerikanische, australische äh, Statistik. Ähm, natürlich hinken die immer so ein bisschen hinterher. An, einmal 170.000, einmal 240.000 Patienten. Und da sehen Sie tolle Heilungsraten, die sogenannten 5-Jahres-Überlebensraten, wie das so schön heißt. Also wer kann nach fünf Jahren noch atmen, na, egal in welchem Zustand die sind. Wobei bei vielen Tumoren ist es so, dass die Leute das gar nicht überleben. Also das heißt, bei, bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen, die leben drei bis sechs Monate, Gallenblasentumore noch weniger, Hirntumore sieben Monate, die kommen gar nicht mal hinein, in die Statistik. Ja? Und selbst die, die angeblich noch fünf Jahre überlebt haben und hat dann das Ganze untersucht, dann ist es so, dass sie eine Heilungsrate zwischen 2,1 und 2,3 Prozent haben, eigentlich lächerlich. Ja? Das heißt, die Leute überleben zum großen Teil so diese ganzen Gutachterkommissionen, ähm, aus dem Grunde, weil die Leute an das Ganze geglaubt haben, also das heißt auch ein Blazebo-Effekt, und, äh, und weil sie dadurch entsprechend das Immunsystem beeinflusst haben oder aber parallel viele andere Therapien äh, auch noch gemacht haben. Ja. Ja, zur Psychohygiene zum Beispiel. Und. Ähm, Chemo, die, Be die was passiert im Organismus? Ja. Wenn ich, äh genau, wenn ich jetzt hier eine, eine Zelle zum Beispiel habe und ich habe hier jetzt ganz vereinfacht eine, eine DNA. Ja? So, wir wissen ja, dass eine Zelle nur dann existieren kann, ja, sie kann sogar teilweise ohne DNA, aber irgendwann, um neue Organellen zu produzieren, brauchst du wieder die DNA. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir sogenannte Helikasen haben. Das heißt, wir haben richtige Scherenenzyme, ja? die, ich hier mal so eine Schere, die... Und zwar dann, wenn die Zelle alt ist, muss sie ja irgendwann absterben und zugrunde gehen. Das muss aber ein Signalreiz gesetzt werden, und das machen diese Enzyme. Ja? das heißt, die schneiden, die Das ist aber Stücke. notwendiger Prozess. Ein absolut notwendiger Notwendig, natürlicher ja. Prozess. Ja. Man nennt das Apoptose, also. also das Absterben. Ja. Ja. Ja? nicht die Bildung, sondern das Gegenteil. Und dann geht die Zelle praktisch kaputt. Das gilt also für rote Blutkörperchen nach drei Monaten kaputt gehen oder weiße, die nach vier bis sechs Wochen kaputt gehen oder Hautzellen nach einer bestimmten Zeit, was auch immer. Ja? So, wenn wir jetzt einen Tumor haben, hätten wir normalerweise auch die Chance, dass diese Enzyme, diese Helikasen, in der Lage sind, diese DNA hier zu zerschneiden. Ja, und da geht der Tumor zugrunde. Das heißt, wenn wir beim Tumor nichts machen würden, hätten wir normalerweise eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 27 Prozent, dass die Leute trotz Tumor gesund werden. Ja? Wir sterben auch nicht am Tumor, sondern wir sterben im Grunde genommen daran, dass. Unser Immunsystem durch Angst runtergefahren wird. Das heißt, durch die Diagnostizierung, die, die zum großen Teil mhm. läuft. Und die ist fatal. Ja? Also, wir haben ja oft Menschen, die, die kommen zu uns und der und der Arzt hat gesagt, wenn ich die Chemo nicht mache, lebe ich noch drei Monate. Ich meine, was ja. diese Prognose bedeutet, kann man sich vorstellen. Ja. Ja? Also, man, an sich weiß es ja auch die Schulmedizin, denn es ist der umgekehrte Placebo-Effekt. Es ist ja. genau das, dass ich dann weiß, okay, bestimmte Dinge muss ich machen, sonst ist das das Ende. Genau. Beim Placebo, ich nehme ja. etwas, was einfach nur Maismehl ist und Maisstärke ist, aber ich weiß, es mindert die Kopfschmerzen oder es gegen Kopfschmerzen, ja. also gehen die weg. Richtig. Also da ist wieder die Psychologie. Ja, Klar. ganz genau. So, jetzt hast ja. du also hier eine Auswirkung auf diese, ich sage erstmal mal als Laie, Scherenzellen ja. äh, äh, und was passiert mit denen? So, wenn ich jetzt folgendes tue, nur allein eine Probebiopsie, denkt man doch einfach mal an Prostatakarzinom oder da wird das immer gemacht oder Brustkarzinom oder, oder ähnliches, sogar gutartige Geschwülste, ja? dann habe ich natürlich eine Hitzeerhöhung und lähme sofort diese Enzyme hier. Das heißt, ich kann die DNA nicht mehr zerschneiden und dann kann es durchaus sein, dass das System zum Wachstum kommt. Es gilt auch für Operationen. Und wir können bei Operationen, gerade auch was jetzt Pankreas oder ähnliche Sachen anbelangt, nie komplett im gesunden Soße sein. Man kann ja nicht alles rausschneiden. Mhm. Ähm, dass wir die letzten Zellen, die durch diesen Eingriff schon verändert sind, auch wirklich im Griff haben, dass es nicht anschließend zur Metastasierung kommt und es kommt dazu, ja. Bei über 80 Prozent der Fälle, das ist eine verdammt hohe Zahl, ich glaube die Dunkelziffer ist noch viel höher. Mhm. Also wenn ich jetzt hier Chemotherapie mache, wenn ich Bestrahlung mache, wenn ich OP mache oder auch Probebiops ziehen, natürlich Angst kommt ja auch noch dazu, ja. Dann kann man bei über 80 Prozent der Fälle, das hat COI zeigen können in über 60 internationalen Studien, also das ist jetzt, mhm. ja, die, die wirklich sehr, die das bisherige Regime trifft, ja. Und zwar so sehr, dass die Uni Heidelberg, die jahrelang Menschen mit Chemotherapie behandelt, sagt, wir machen jetzt kaum noch Chemotherapie, wir machen jetzt eine Milieutherapie. Die sind so getroffen durch diese Geschichte. Ja. Das heißt, wir bringen im Prinzip die Tumorzelle richtig zum Wachsen. Ja, also durch diese durch Eingriffe. Durch diese Eingriffe, ganz genau. Also ich produziere faktisch das Gegenteil von dem, was ja. ich dem Patienten verspreche. So ist es. Ja. Und das kann er schön messen. Da gibt es also ein Enzym. Das ist zum Beispiel das TKTL1. Und je höher das ist, umso mehr können Sie ausgehen, dass dieses Wachstum zustande gekommen ist. Da gibt es noch das, das APO10. Also das entscheidet dann über das Größenwachstum. Ja. Und er konnte aber auch nachweisen, wenn Sie jetzt entsprechende Bioflavonoide, ja, oder wenn wir entsprechende mittelkettige Fettsäuren geben, weil der Tumor kann Fett nicht fressen. Ja, der kann also im Prinzip nur Aminosäuren, die wandelt in Zucker um, ja, oder ähm, er kann Kohlenhydrate fressen. Das kriegt er hin, um dann wieder zu wachsen. Ja, aber er kann kein Fett kein fressen. Fett. Okay. Ja. Das heißt, wenn wir den Leuten, da gibt es also auch Unterlagen drüber, äh, mittelkettige Fettsäuren drei Tage lang geben, ja, dann ist der Tumor so gut wie weg. Das heißt, wir haben das Niveau, also um den Tumor herum so verändert, dass er eigentlich nicht mehr auskapseln kann. Das heißt also, es müssten im Grunde genommen bei allen Untersuchungen der Onkologie eigentlich diese Marker-Enzyme gemacht werden. Das ist meine Meinung. Und das würde natürlich das ganze System dermaßen aufs Glatteis führen. Es gibt ja schon seit 10 oder 15 Jahren einen sogenannten, vielleicht auch hierzu, Chemosensitivitätstest. Das heißt, wenn man schon Chemo gemacht hat, damals war das ja noch verbreiteter als heute. Heute gehen die Menschen schon mehr dagegen und glauben das nicht mehr alle. Dann hat man zumindest mal bei einigen Privatpatienten, wenn sie denn davon Wind bekommen haben, einen Chemosensitivitätstest gemacht. Das heißt, man konnte überprüfen, ob das vorgesehene Chemotherapeutikum auch wirklich in vivo in der Lage wäre, den Tumor zu vernichten. Ja? Da kam dummerweise bei raus natürlich ähnliche Ergebnisse, wie ich die eben genannten habe, dass natürlich das Verfahren ähm, sehr entlarvend ist. Ja? Das heißt, dann wirken natürlich nur noch ganz, ganz, ganz wenige Präparate. Ja. Gut, also ich meine, du hast vorhin auch die Größenordnung gesagt. Ja. Äh, damit wird klar, dass wir, was wir vorhin schon mal gesagt haben, welche Parameter in diesem System entscheidend sind. Eine halbe Million in der Größenordnung pro Chemo-Patient äh, 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 ist natürlich eine äh, andere wirtschaftliche Größenordnung als Kokomin äh, und mehrkettige Fettsäuren. So ist es. So, da, ja. Das ist. Äh, und den ganzen Apparat Krankenhaus und das, das alles noch mal noch gar nicht mit eingerechnet. Also ja, ja. das ist natürlich klar. Damit verdiene ich keine Kohle. Mhm. Und deswegen ähm, ist das sicherlich etwas, was äh, eben Schwierigkeiten. Aber die gute Nachricht ist: äh, Die Lösungen sind da. Und zwar auch aus der Sicht, da hast du darauf hingewiesen, aus der Sicht und aus der wissenschaftlichen Fundierung ganz klassischer schulwissenschaftlicher Methoden. Das sind jetzt keine Exoten, die da mit Nein, diesen nee. Studien daherkommen, sondern ja. das ist das völlig ganz klassische, normale Schulsystem. Also, das läuft mittlerweile in allen onkologischen Gesellschaften, ja. wenn, wenn die wirklich ehrlich sind. Ja. Ja. Ja, ja, hinter verschlossenen sagen. Türen wahrscheinlich. Mittlerweile öffentlicher. Ja. Ja. Also, es gab jetzt wirklich, ich habe mich sehr gewundert, vor zwei, drei Monaten wirklich ein Interview der führenden Onkologen der Uni Heidelberg, die bestätigt haben, dass wir in der Vergangenheit Leute abgeschossen haben, das muss man sich mal vorstellen, und dass wir jetzt Milieutherapie machen müssen, dass es also so nicht mehr weitergeht. Ja. Und die Tendenz ist seit zwei Jahren in Amerika auch schon sehbar. Ja. Ja. Du kommst ja aus ähm, einem wissenschaftlichen Bereich, der. Ich sag mal, ein besonderer, ein spezieller ist, du hast eine sehr enge Verbindung und Beziehung zu der russischen Raumfahrt, Medizin, eine Medizin, die der amerikanischen weit voraus ist, wirklich ganz, ganz weit voraus ist. Du weist immer auf das schöne Beispiel dieses, einen Kosmonauten hin, der mit einer ganz anderen Fitheit, und körperlichen Stabilität äh, nach dem längsten äh, Raumspaziergang oder der längsten Zeit im Weltraum äh, zurückgekommen ist, während amerikanische äh, Astronauten dann auf ja. irgendwelchen Liegen rausgetragen werden mussten, weil sie einfach völlig körperlich am Ende waren. Welche Bedeutung hat die auch für die Auswahl äh, hat das äh, was du aus der russischen Weltraummedizin mit in deine Forschung mit reinnehmen konntest. Ja, ganz kurz, es war also Dr. Poyarkov der nach 437 Tagen, 1995, äh, Entschuldigung, im Handstand aus der ja. äh, Mirr rausging, ja, während andere normalerweise in der Zeit nach 10 Tagen rausgetragen wurden. Der Hintergrund ist einfach, dass eine völlig äh, andere ursächliche Medizin über äh, 30 Jahre, seit den 60er Jahren, hochgefahren wurde. Man hat dann gerade in den 70er Jahren bereits 125.000 Probanden ungefähr. Untersucht, um zu wissen, was den Körper im Innersten zusammenhält, und kam dann dahinter, dass die, die tragende, entscheidende Rolle eigentlich ist, das autonome Nervensystem zu unterstützen, das ja nach heutigen Kriterien über 99 Prozent von allem lenkt. Das geht überhaupt nicht anders. Ja? So, und das heißt also im Grunde genommen, dass man den, den, den eher immer ausgebrannten Adrenalin spiegelt, dass man den hochfährt, ja? weil der den ausgebrannten Sympathikus wieder hochfährt und dadurch kommt es zum Gleichgewicht der gesamten Systeme. Ja? So, und ganz ausgeprägt in der Raumfahrt waren natürlich solch massive Burnout-Syndrome, dass die Leute fast dran gestorben sind. Das heißt, die hatten eine so massive Entleerung äh, der Nebenniere äh, mit, mit einem massiven Adrenalinmangel, denn gerade in den 60er Jahren sind ja auch viele Kapseln äh, beim Eintritt in die Ionosphäre, man wusste nicht, welche Temperaturen da herrschen, diese 2.000, 3.000, 4.000 Grad. Ohne Hitzeschild mit der Kapsel haben die nicht überlebt, die sind auseinandergeflogen. Ja? So, und damit ist es gewürfelt worden, wer fliegt als Nächster. Also es mussten also vor dem Flug auch schon äh, äh, mussten, äh, dann auch schon Papiere ausgefüllt werden für die Nachkommenschaft und so weiter. Und ähm, bis man das dann in den Griff bekommen hat, diese, diese ganzen Geschichten. Dann hat man die Leute noch ohne Magnetfeld fliegen lassen. Das heißt, das Immunsystem ist zusammengebrochen. Ja, vor allem das Lungenimmunsystem, die hatten überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Dann gab es massenhaft Schizophrenien, schwerste Depressionen, was man sich nur vorstellen kann. In kürzester Zeit Entwicklung von Tumoren und, und, und. Also alle. Krankheit, die wir hier auf der Erde auch kennen, schwerste Polyneuropathien, was man immer noch nicht ganz im Griff hat, ist die Entsalzung der Knochen. Ja? Ähm, auch das Schlafen ist ein, ein Riesenproblem, weil die Leute müssen angeschnallt werden, die schlafen im, im, im Stehen. Ja? Und das Gefühl ist immer so, als ob ich mit dem Kopf nach unten liegen würde. Das ist nicht besonders günstig. Ja? Es gibt auch Untersuchungen von Hecht, die man daraus abgeleitet hat, ähm, dass es also angenehm wäre, das Bett so auf 5 Grad ungefähr zu stellen, um einen besseren Schlaf zu haben, damit die Kopfschleimhäute gerade im nasenrachenbereich bereich nicht überfordert sind. Ja, man darf nicht vergessen, ähm, dass ich Schnarchen... tiefer oder höher? Höher, höher, höher. 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 Ja. Also so leicht Ja, schräg, ganz genau. Ja. Ne? Ja. das ähm, gerade Schnarchen. Schnarchen zum Beispiel, bei dem ja der... Das, also, hier im Hals zum Beispiel, dieses Zäpfchen einfach nur zurücksackt und dadurch wird der Luftzurfer unterbrochen, dass die erstmal dazu führt, dass es zum massiven Parasympathikus, also zum Abfall des Blutdrucks kommt und dann aber massiv, ja, nachdem die verschiedenen Systeme im Hirn stammen, die sagen, du musst ihm helfen, ja, zu einem massiven Sympathikus-Ton ist mit einem massiven Adrenalinanstieg und dass daraus dann. Gerade wenn die Leute länger als 20 Sekunden ohne Sauerstoff sind, also in dieser Apnoephase, mhm. ähm, dass es dann ähm, zu 20 bis 80 Prozent hier zur Ursache für Schlaganfall und Bluthochdruck kommen kann. Das kommt eigentlich, dieses Wissen kommt alles aus der Raumfahrt. Ja? Und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele. Man hat dann irgendwann angefangen, dann äh, künstliche Magnetfelder einzubauen, weil man gesehen hat, das ist sehr, sehr schwer, den, den Mensch hier zu entwöhnen. Der ist seit Jahren Millionen dran äh, getriggert. Und ähm, ja, und äh, was auch ein Problem ist, ist die Herzkraft. Das heißt, ähm, wir sind dort oben in, in der Situation, ist das Herz zwar entlastet, das heißt, das äh, Fliegen für die Herzschlagkraft ist nicht das Problem, aber das Problem ist der Wiedereintritt in die Schwerkraft. Das heißt, das Herz hat alle Muskeln verloren. Ja? Das ist ja ein Muskel. So, und deshalb müssen die Kosmonauten ab 14 Tagen dort oben, jeden Tag zwei bis zweieinhalb Stunden gegen Schwerkraft trainieren, also Fahrradfahren und andere äh, Geschichten machen. Es geht gar nicht anders. Und wir hatten ja das. Glück, fünf Jahre am Mars-Projekt beteiligt zu sein, im psychosomatischen Teil über meinen Ausbilder, den Dr. Kutschera und den Professor Hecht, der vor kurzem hier nochmal war, schon 92-jährig. Ja, und, ähm, und haben daraus natürlich viele, viele Dinge ziehen können, auch im Vorfeld schon. Ja? Das heißt also, Kutschera hatte, war vier Jahre in meinen damaligen Praxen und fast am Stück. Ja, und hat mir dann die Sachen beigebracht, die man normalerweise nicht lernt. Er hat nämlich 30 Jahre lang im obersten Weltraumzentrum mit Professor Bajewski die ganzen Kosmonauten aufgebaut. Ja? Und das ist ein unglaublicher Drill, der dort läuft. Das heißt, wenn Kosmonauten äh, zum Beispiel in Darmstadt äh, zur Bewerbung kommen, es kommen pro Jahr etwa 6.500 Kosmonauten, dann bleiben nach über sechs Jahren Schulung, ja, also im Schulung ist gut, also das heißt, die werden wirklich durch den Wolf gedreht. Also äh, mit Schwenkarmen, mit, mit allem drum hm. und dran, also Kirmes ist nichts dagegen. Ja? Also auch das Erbrechen, dann diese Unterwassergeschichten in schweren Raumanzügen, dann in Hitzekammern sitzen, äh, dann Psyche-Tests, Konzentrationstests unter unglaublichen Bedingungen im Kopf nach unten und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, nach sechs Jahren schaffen es von diesen 6.500 Menschen vielleicht drei, ja, dass sie dann wirklich äh, als Raumfahrer zugelassen werden. Ja? So, und dann kommen auch diese fürchterlichen Bedingungen bei diesen hochtrainierten Sport dann hinzu, die sie, die wir im Kosmos haben. Also 80 Dezibel auf den, den Ohren wie ein Superstaubsauger die ganze Zeit durch die Kühlmaschinen. Alle eineinhalb Stunden fliegen wir um die Erde mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten und haben enorme Biorhythmusstörungen. Das heißt, die, die Zirbeldrüse kann eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten. Ja? Und selbst das hat man hingekriegt. Und das kriegt man natürlich nicht hin mit Medikamenten, wie das andere Nationen vorher versucht haben. Die waren wirklich nach zehn Tagen fertig. Das kriegen sie nur hin unter diesen wahnsinnigen Bedingungen, wenn sie den Körper in seinen Grundfunktionen, diesen Steuerfunktionen mhm. wirklich in Ruhe lassen und die da entsprechend hochfahren. Ja? Und das ist dann die Nahrungsergänzung. Ganz genau. Meine, ja. So und dann haben wir äh, beziehungsweise Kutschera äh, mir dann erklärt, äh, dass es das ganz Entscheidende eigentlich ist, nicht nur einfach blind Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, die wir Wahrscheinlich zum Großteil überhaupt nicht aufnehmen können, weil die Darmflora äh, das gar nicht mehr schafft, sondern dass wir erst den Körper energetisch hochfahren müssen. Das gilt auch für andere Sachen. Das heißt, entgiften, entsäuern, all diese ganzen Geschichten wird niemals funktionieren, wenn wir nicht eine ausreichende Energie dafür haben. Ja, wenn wir einen Mangel, einen Energiemangel haben, dann können wir äh, auch die ähm, also die Makrophagen bzw. auch die anderen Stoffe, die die zum Beispiel entgiften, die Kombination meistens aus Eiweißen und Fetten und alle möglichen Gift sitzt immer in den Fetten drin, können wir gar nicht entsprechend von der Struktur her aufbauen, geschweige denn bekommen wir die weißen Blutkörperchen dazu, dass die auch eine ausreichende man nennt das Diapedese machen, das heißt, also in die Gewebe reinklettern. Ja und es ist Energieabhängig. Ja also das heißt weiße Blutkörperchen haben zum Beispiel Genauso wie die wichtigen Eizellen und die noch wichtigeren Samenzellen des Mannes. Ja, 100.000 Mitochondrien, also Kraftwerke, mhm. ja, während die normalen Zellen vielleicht 1500 haben. Also die, die Leberzellen haben noch ein paar mehr. Ja. Das heißt, ich brauche erstmal die Power, bevor das Ganze funktioniert. Ja, und da gibt es exakte Kombinationen, Q10, Kanosin, Grenberg und noch so ein paar andere Geschichten, die man aber in der entsprechenden Konzentration erstmal geben muss, damit die Energetik des Körpers so hochgefahren wird. Das ist immer die Grundeinstellung, die alle Patienten bekommen. Ja. So, das ist der eine Schritt. Der zweite ist dann, dass man die Grundstoffe gibt. Auch entsprechend der ganzen Messungen, die wir hier machen. Wir machen nicht nur Messungen im Blut, weil die unzuverlässig sind. Wir machen auch richtige Zellmessungen oder aber überprüfen in verschiedenen Verfahren die Auswirkung der Vitamine. Wo stehen die jetzt überhaupt? Welche Gewebe gehen schon kaputt? Da gibt es zum Beispiel eine Redoxanalyse, in der man äh, beispielsweise, äh, wenn das jetzt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier Blut abgenommen in diesem Gefäß, ja. Wir haben hier die Eiweiße des ganzen Blutes drin und machen genau das gleiche wie das, was der Körper macht. Das heißt, immer wenn er Energie produziert, bildet er Abfallstoffe, Rost könnte man sagen, also Radikale. Mhm. Ja, und kippt dann künstlich definierte radikalartige Stoffe kippt man hier drauf, die man exakt spektroskopisch oder anders messen kann und kann ja dann sehen, hält das es länger aus als das Darmeiweiß oder sonst irgendwas. Ja? Je nachdem, welche Menge ich dazu gebe und kann daraus aus dieser Funktionsanalyse dann ermitteln, was der Körper eigentlich braucht. Ja. Ja, das sind solche Untersuchungen. Und dann macht man natürlich noch ganz spezielle Dinge, ähm, äh, natürlich krankheitsbezogen, wie beim, beim Tumorpatienten. Ja, ja. Ja. Dann auch individuell zugeschnitten, Absolut, aber damit habe ich ja. dann... Den Cocktail, den ja. jeder Mensch individuell äh, auch für sich ja. wir machen, benötigt. Äh, bevor wir auch Infusionen geben und dergleichen, wir machen immer auch Eigenanalyse, ein eigenes Labor, äh, das immer den, den oxidativen oder reduktiven oder anderen Stress eigentlich messen kann. Ja. Den kortisonausstoß ja. und viele andere Sachen, um genau das geben zu können, was der Körper eigentlich braucht. Ja. Weil der Schuss kann sowas von nach hinten losgehen. Ja, also, wenn wir zu viele Antioxidantien geben, wir würden im Prinzip das ganze Abwehrsystem lahmlegen. Ja. Oder zu wenig, ist genauso schlimm. Ja. Ja. Also diese, dies, dieses individuelle Hinsehen ist an und für sich etwas, was man sich von der klassischen Medizin auch wünscht, äh, anstatt jetzt Kopfschmerzen, zack, bin ich da. Was ich das wird ja auch nicht gemessen. Ja. Nein, nein, überhaupt nichts gemessen. Du, ja? du, hast, du hast die zugelassenen Präparate, genau. die standardmäßigen, und ob das etwas, wo, wobei jeder Mensch weiß, gerade in dem ganz einfachen Schmerzbereich, bei dem einen wirkt Ibuprofen, bei dem anderen wirkt ASS, bei dem anderen ja. wirkt Paracetamol. Ja. Also das sind alles Sachen, die... Es entweder tun bei dem einen tun es gar nicht, obwohl ja. da drauf steht, dass es das ist. Also, weißt also, ja, du, die, die, die Medizin ist eine Erfahrungsmedizin und ähm, ja. das ist ja, ja, und es, es hängt also von der Menge ab, in welcher Breite das Ganze übergestülpt wird. Ja. Und wir wissen, jetzt mal wissenschaftlich gesehen, dass die sogenannte Evidenz-Based-Medizin, die uns ja den ganzen Medizin immer vorgeworfen wird, dass wir die gar nicht machen würden, wir würden ja gar nicht messen, also hier wird alles gemessen. Das heißt, die normale, in Anführungszeichen, konservative Medizin hat 15 Prozent der Dinge, die sie verortet und macht, bewiesen und belegt. Und nicht 100 Prozent. Ja, ja. Ja. Wenn wir uns, äh, und das vielleicht als Abschluss, äh, so ein bisschen mal äh, außerhalb oder von einer etwas mehr philosophischen, ja. grundsätzlichen Betrachtungsweise äh, auf das, was wir sind, auf das, wie wir. Ähm, ja, wie soll ich sagen, eingebettet sind in diesem Gesamtsystem, ähm, uns das mal ansehen, ähm, wie sieht die Matrix aus, in der wir leben und in der wir, Codex äh, ist so ein Beispiel, ähm, dann auch ganz bewusst gehalten werden. Das ist ein sehr spannender Ansatz. Also klar, David Eikott dann schon mehr drauf oder, oder verschiedene andere. Ja. <laughs> Aber jetzt machen wir es mal halbwegs wissenschaftlich. Also ähm, wenn ich äh, hier in, von unten gesehen jetzt mal ein Gehirn hätte und habe jetzt hier die Augen, ja, etwa so, das wäre der Augenstiel, so, dann läuft das hier über Kreuz. Äh, diese, also wenn ich mir jetzt hier irgendwas anschaue, nehmen wir mal an, eine Kerze. Ja. So, das sind diese Seefelder. So, dann wird das hier irgendwo hier oder hier oder. Wo auch immer, elektromagnetisch verarbeitet. Hier ist das Mittelhirn. So, und wird dann hier hinten ein paar Mal über Kreuz, sogar umgekehrt, dann hier wieder Projiziert, als Bild ne? dargestellt. Ja, ja. Ja, so läuft es ungefähr. Ja. Ja? So, jetzt kommt aber was Besonderes. Und zwar, was ich hier wirklich aufnehme, sind eigentlich nur elektromagnetische Frequenzen. Ja? Das heißt, ich nehme nicht wirklich die Kerze auch, sondern ich nehme das, was die Kerze hier ausstrahlt. Diese elektromagnetische Schwingung kann ich mit meinen Augen aufnehmen. Ja, ich nehme niemals das komplette Bild äh, auf. Wenn ich mir diese Tasse hier anschaue, ja, dann kann ich außerdem auch nicht dreidimensional schauen, sondern ich berechne elektromagnetische Wellen, die von hier zurückkommen und die von hier zurückkommen. Und es berechnet äh, das Gehirn in den verschiedenen Zentren. In, hier in der Aria Striata und 54, nicht 51. Und, äh, <lacht> <lacht> ja. Passt aber so. zum Thema. <laughs> okay. Weit. Ja, genau. So, und das heißt also, ich bilde das aufgrund, jetzt kommt es meiner Erfahrung, meiner Programmierung bilde ich das so ab. Ich will mal ein tolles Beispiel nennen. Es gibt ähm, irre Psychiater, und ähm, die haben Menschen hypnotisiert. Also ganz in, in Versuchsreihen. Ja? So, und äh, nehme mal an, ich, ich würde dich jetzt oder ich lasse mich jetzt hypnotisieren. Ja? So, und Jemand anderes ist der Hypnotiseur und er gibt mir diesen posthypnotischen Auftrag. Du siehst jetzt, Michael, für 30 Minuten überhaupt nicht. Und das Verrückte ist, es passiert. In tausend von Versuchsreihen, die Leute können wirklich für 30 Minuten diesen Menschen nicht mehr sehen. Jetzt kommt der Hypnotiseur und hält hinter deinen Rücken eine Uhr, hinter den Rücken. Ja, mhm. mit Zeiger, mit so einer großen Uhr. Ja, und bittet dann den, der hypnotisiert wurde, also mich sich jetzt diese Uhr anzuschauen, mir doch zu sagen, welche Firma ist das, welche Uhrzeit und so weiter. Das heißt, ich schaue durch dich durch. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ich sehe nur die Uhr und kann genau sagen, wie viel Uhr das eigentlich ist. Ja, das heißt, wir können also selektiv können wir diese Bilder hier bilden. Ja? Und auch ausblenden. Und ausblenden. Und das passiert bei allem. Okay. So und so. Das heißt, wir werden ja reduziert äh, in einer Matrix könnte man sagen. Also durch die fünf Sinne. Wir haben ja viel viel mehr als nur fünf Sinne. Wir haben die ganze Feinstofflichkeit. Ja? So, das heißt, das Riechen funktioniert auch nicht anders. Das heißt, wir nehmen die Information als elektromagnetische Schwingung ja, über den Nervus olfactoris, den den Riechnerv hier auf und bilden das hier oben entsprechend ab und sagen, es stinkt oder stinkt nicht oder das könnte das oder das sein. Aber abhängig von unseren Erfahrungen. Ja. Das Gleiche gilt für das Fühlen ja. Ja, oder, oder andere äh, Sinne im Grunde genommen. Das heißt also, wir bauen diese Bilder immer selber zusammen, nicht irgendein anderer. Ja. Es gibt aber auch kollektive Felder. Ja. Das heißt, wenn wir hier auf den Rhein schauen oder schauen uns irgendwas an, dann wird zwar jeder von uns diesen Rhein sehen, also dieses Wasser, aber jeder wird eine andere, also nicht ganz identische Information ja. damit verbinden. Ja. Je nachdem, welche Informationen er vorher in seinem Leben gehabt hat. Der Traumata hat er damit verbunden, was ist passiert ja? und so weiter. Das kann für den einen schön sein, für den anderen eine Katastrophe. Ja? So, und jetzt kommt das Verrückte. Das heißt, wenn ich jetzt hier lauter Gehirne habe, ja, die werden ja auch durch was auch immer gleichgeschaltet. Man, und zwar die Gleichstellung passiert ja schon in, in, in der Schule eigentlich durch das, was wir lernen. Es passiert in der Josterei, es passiert durch den Staat, es passiert durch die Medien, durch was auch immer. Ja, durch Familien, durch Erwartungen und und und. Ja. So und diese ganzen Resonanzen entstehen immer erstens mal zwischen den Gehirnen. Schalten werden Frequenzen über die DNA. Die DNA macht das eigentlich, also Photonen ausgeschieden und kommen wieder zurück. Wir haben hier überall stehende Wellen, die kommen und gehen und kommen und gehen und dann hier innen drin Programme immer stärker aufbauen. Ja. So wenn man das gesamte mal nimmt, also alles was von hier kommt. Ja, könnte man also sagen, diese ganzen Wellen gehen hier in Richtung auf einen, so wie einen Zentralrechner. Ob, ob der existiert, weiß ich nicht. Mm -hmm. ja? Aber jedenfalls eine Entität, die hier irgendwo ist. So, und äh, wird dann dort gesammelt. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie das Ganze jetzt noch durch Emotionen untermauert wird, vor allem durch Ängste, dann haben wir noch eine ganz, ganz andere Schwingung, die hinzukommt. Ja? Das heißt, die Ängste äh, werden hier ebenfalls reinprogrammiert und kommen verstärkt. Und das Impuls, ja. Übertragung praktisch über die Elektronen ja, an die DNAs der ganzen Gehirne zum Beispiel, des gesamten Körpers. Ja. Das heißt, wir bleiben im Grunde genommen ständig in diesem Raum hier drin. Ja. Das hat man aber herausgefunden, das waren Riesenuntersuchungen, also David Wilcock hat das gemacht oder verschiedene andere oder Gajaev oder andere Forscher, vor allem russische Forscher haben herausgefunden, dass das nicht das Ende ist, ja, sondern dass wir hinter all dem noch ein völlig anderes freies, kraftvolles Ressourcenfeld haben, dass wir, man könnte jetzt sagen, über das freie Bewusstsein. Ja, äh, das ist ein gewolltes, aber kein ja, nötiges Ende. Ganz genau. Ja. Das heißt, dieses, diesen Feldes hier können sich ja. die Medien, die Schulen, äh, alle möglichen, ja, Pharma, was weiß ja. ich, äh, natürlich bemächtigen, um die Leute in diesem Glauben zu lassen, Impfung ist notwendig oder das ist notwendig oder sonst irgendwas. Ja? Es gibt es aber Möglichkeiten, aus dieser Polarität, ja. Gut und Böse, es ist ein holistisches Bild, was wir hier haben, ja, ja. Ja. Ähm, herauszukommen. Ja? So, und da gibt es bestimmte Techniken, wie wir das eigentlich machen können, weil es gibt nämlich in Wirklichkeit ein, ein, man könnte sagen, ein Urfeld. Ja, das ist von den Russen jetzt auch gut belegt worden, und zwar immerhin vom Russischen Zentrum für Staatssicherheit. Die werden sich natürlich nicht entsprechend äußern über zehn Jahre schon, wenn da nicht was dahinter wäre. Die haben auch entsprechende Methodologien und, und Techniken entwickelt. So, wir wissen zum Beispiel, dass der Auffang. Punkt für diese Information ist immer die DNA in unserem Körper. So und diese DNA ähm, kann im Grunde genommen Licht äh, speichern. Das hat Pop auch schon zeigen können. Ja, und verschiedene Fritz andere Albert, ja. Wissenschaftler also auch schon. Ja, ja. Ja. So, und in diesem Licht sind Informationen. Diese DNA ist aber immer verbunden, das könnte man spektroskopisch auch zeigen, mit verschiedenen Versuchsreihen. Das hat vor allem Gagliav schon 1985 gemacht und auch in den Folgejahren. Also der hat eigentlich eine DNA genommen, hat die in ein Reagenzglas hineingemacht, in so eine Küvette, her ja, und die Küvette schiebt man dann in so ein Strahlengerät und kann dann messen, aha, die DNA strahlt in den und den Wellenlängen. Dann hat also dann... Im Prinzip so ein Muster. Das wäre jetzt die Lebende, die materielle DNA. Jetzt hat er was Besonderes gemacht. Er hat die DNA aus der Quette, aus dem, dem Reagenzglas wieder rausgenommen und da müssen wir dann eigentlich denken, da ist ja nichts mehr drin. Weit gefehlt. Ja? Das Ganze wieder in dieses Gerät, in diesen Spektrometer hineingeschoben. Also jetzt das Ergebnis, leere quasi. Das leere Gerät. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Und gesehen, dass hier ein Muster für mindestens 30 Tage, teilweise sogar länger, immer noch hier drin ist, das nicht zu vernichten ist. Ja. Das war das Beispiel mit dem Stuhl. Wenn hier jemand sitzt, ja. Und dann haben wir immer noch dessen Frequenzen in dieser Phantom-DNA mit der gleichen Wirkung, der, der, also der ausstrahlenden Wirkung, für 30 Tage hier drin. Ja. Und auch in der Verbindung mit uns, ja. die wir hier sitzen. Ja, ja. Also das, was du hier zeigst, ist ja, ja. auch das Untereinander verbunden sein. Ja. Ja. ja, richtig, die Verschränkung. Die Verschränkung. Das ist genau. der Punkt. Ne? Ja. Ja. So, und ähm, jetzt kann man aber Folgendes machen. Ähm, und zwar kamen die dann irgendwie dahinter, dass unsere DNA im Grunde genommen mit einem Urfeld wahrscheinlich im Kosmos, wo auch immer, wir nennen das jetzt einfach mal Kosmos, ver verbunden mm -hmm. ist. Ja? Und diese äh, DNA, diese, äh, also dieses Feld, ist nicht mehr an diese Matrix gebunden, nicht mehr an Angst oder sonst irgendwas. Es ist einfach mehr oder weniger gefühllos. Ja? Aber es ist im neutral. Grunde genommen neutral und voller Kraft. Ja. Ja? So, und jetzt kann man mental lernen, in dieses Feld hineinzugehen, wenn man dann Techniken lernt, bei denen man sich gedankenfrei macht. Das ist ja schon seit 4000 Jahren in äh, Ayurveda oder in den vedischen Schriften verankert, ja, ja. halt auch mit mantra -Meditation und ähnlichen Sachen. Ähm, oder aber Gayaev hat auch Systeme entwickelt. Der hat also dann zum Beispiel äh, die Bauchspeicheldrüse von, von Mäusen äh, vergiftet. Da gibt es äh, einige Gifte, die man ganz gut kennt aus. Äh, ja, und so dass diese Mäuse eigentlich nicht mehr ausreichend Insulin bilden konnten, man da so systematisch das Pankreas zerstört. Ja. So, dann hat er per Ferntherapie, es gibt ja dann auch gesundmachende Frequenzen, die man kennt, die man von gesunden, Pank gesunden Pankreas-DNA, von gesunden Mäusen abgreift und schießt die über verschiedene Entfernungen, ja, indem man diese DNA, die kann man kondensieren, also wie die Phantom-DNA, also praktisch in einen Laserstrahler, wie in einen Pointer sozusagen, ja, ja. hineinbringen und hat dann. Diese äh, Mäuse beschossen, ja, mit verschiedenen Entfernungen. Das Verrückte war, je weiter entfernt er beschossen hat, teilweise über 20, 30, 500 Kilometer, desto schneller waren die Mäuse gesund. <laughs> das heißt, nur durch Beschuss der DNA hat er im Prinzip, also mit also neuen nicht, Informationen. Information. Mit Informationen. Mit ist ja kein Beschuss mehr. Ja. Über 500 Kilometer, Ganz da genau. reicht ja kein Laser. Nee, nee. Also es ist eine andere das ist ja sowieso alles holistisch verbunden. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Also du bist entweder hier ja. ein Biocomputer ja. als Mensch ja. im Hamsterrad, so in der es. Matrix oder, genau. oder das Bild mit dem das Karussell. Heißt, von das heißt, alles was wir hier haben, ja. wahrscheinlich ich sogar selber oder wer auch immer, das sind alles Illusionen. Ja? Selbst die Emotion ist eine Illusion. Das heißt, je tiefer wir in der Emotion uns nach unten fallen lassen, und viele Menschen brüsten sich ja, sie sind so arm und jammern und was weiß ich was alles, ja, ähm, umso mehr sind sie eigentlich in diesem Feld hier drin. Das heißt, sie kommen gar nicht mehr raus. Ja. Und das ist ja die uralte Alchemie. Das geht ja nicht darum, nur ja, aus, aus Kupfer jetzt Gold zu machen, sondern in einen. Ähm, Hawkins hat das ja zeigen können, er hat eine Bewusstseinsskala gemacht, die ging von 0 bis 1000. 1000 ist die Erleuchtung. Ja? Das heißt, wenn ich über 200 komme, Mut, neue Dinge zu haben, man kann das kinesiologisch, aber auch mhm. feinstofflich messen, ähm, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Das heißt also, je mehr ich es schaffe, aus dem Tal der Trauer, aus dem Schuldbewusstsein vor allem, was wir ja aufoktroyiert kriegen in Deutschland, mhm. herauszukommen, ähm, umso mehr bin ich in der Lage, von der Angst wegzukommen. Umso mehr bin ich in der Lage, mich mit diesen Frequenzen in diesem Ursprungsfeld eigentlich aufzuladen. Und äh, umso mehr kann ich mich natürlich auch regenerieren. Das heißt ja. auch schwere Erkrankungen. Jetzt kommt das Faszinierende: ähm, Es liegen in Wirklichkeit ähm, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist die Gegenwart. Es liegen wirklich parallel auf dem Film nebeneinander. Ja? Das heißt, es gibt Techniken, wie man praktisch von der Gegenwart äh, in die Vergangenheit gehen kann, bevor die Erkrankung ausgebrochen ist, und kann sich selbst heilen. Und ich denke, da geht wahrscheinlich auch die Zukunft hin. Ja, ja. ja. ein wundervolles Schlusswort äh, und eine gigantische Perspektive, die hier deutlich wird und die vor allen Dingen deutlich macht, ähm, dass wir zwar natürlich noch immens weiter forschen müssen, da bist du äh, mit deiner Arbeit an vorderster Front, dass aber die Dinge, die jetzt schon auf dem Tisch liegen, einen ganz andere, ähm, ja, ich sag mal, einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Krankheit, mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema äh, langes gesundes, vitales Leben schon jetzt ermöglichen als das, was uns die, die hier immer noch Player in der Matrix sind, ja. bewusste Player äh, uns äh, ja, erzählen und vorexerzieren. Damit macht man die Kohle, mit dem anderen macht man Gesundheit, Vitalität. Langlebigkeit und Freiheit genau. äh und so. Insofern ganz herzliches Dankeschön für ähm, diesen Ein- und Ausblick in eine ganz andere, in eine ganz äh, letztendlich auch sehr schöne Form äh, der, des Umgangs mit dem Thema Medizin. Äh, da kommt der Arzt und nicht der Mediziner zum Tragen. Weiterhin viel Erfolg, herzliches Dankeschön. Ja, herzlichen Dank dir für das tolle Interview. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadresse von Professor Edinger ähm, ein. Auf dieser Seite gibt es äh, eine Vielzahl an Informationen äh, zu den Dingen, die wir angesprochen haben und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, äh, die Lösungen sich zu besorgen, die wir ebenfalls heute aufgezeigt haben. Aus einem kleinen Spektrum. Das Spektrum hier äh, ist dann sehr viel größer. Aber die Dinge, die wir hier angesprochen haben, die unterschiedlichen Produkte, die Nahrungsergänzungsmittel, das sind alles Dinge, die man im Kontakt mit dem Institut und der Klinik hier bekommen und bestellen kann, fragenlos werden kann und auf die Art und Weise einfach sich aus der Matrix, so wie sie vom System, von dem bisherigen System gewollt ist, loszulösen. Ein Schritt in die Freiheit. In diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.